Hallo zum großen Jahresrückblick 2014 mit dem Nick und dem Manu. Und ja, Da hocken wir jetzt jetzt am sitzen wir hier. Jahresende. Ja. So. Ja. Oh Mann, am Jahresende produzieren wir hier noch Videos für euch. Wir produzieren das ganze Jahr durch. Sogar an Silvester. Na gut, das ganze Jahr jetzt nicht. Ja, gut. Aber zumindest an Silvester sitzen wir hier. Hier. Und an Weihnachten haben wir auch was gemacht. An Weihnachten haben wir auch was gemacht. Link dazu in der Videobeschreibung. Natürlich. Und im Video. Oben drin. Im Video vielleicht hier oder da oder hier oder da, 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 Im da. Hintergrund seht ihr jetzt unsere Projekte, die wir aktuell haben oder die, die noch kommen. Wer weiß. Wir kommen zum April. Ein super Monat, finde ich. Dark Souls 2. Habe ich lange drauf gewartet. Ja. Hat meine Erwartungen übertroffen. War saugut. Ist auch mal wieder nicht mein Spiel. Ah, Ja, wer es ist hätte es halt einfach gedacht? sau schwer, ne? Also, Ja, bist halt nur im Verrecken. keine Ahnung. Zwar nicht so hart wie im ersten Teil, aber, Dark ne? Souls ist nicht meine Spielerei, tut mir leid. Kann ich jetzt Du bist nichts. nicht der Ork da, ne? Ich weiß, aber dazu. Okay. Es ist nichts für mich. Hast du denn den Goat Simulator gespielt? Ich Nein. auch nicht. Nein, wir haben ihn beide nicht Ich habe ihn gespielt. tatsächlich gesehen in Das ist einem eine Gameplay. Schande. Das ist eine Schande, dass wir dieses Spiel nicht gespielt Das haben. Spiel ist sowas von krank und Ja. kannst mit dem Goat, was ist ein Goat nochmal? Ein Schaf? Eine Ziege. Eine Ziege, der auf dem Trampolin dann hochspringt über die ganze Stadt, dann aufkommen, der Hals ist dann da, der Körper ist hier und dann, naja, nicht so. Und jetzt haben wir gerade schon angeteasert in dem anderen. Lego. Lego, zwei Spiele. Lego. Lego, der Hobbit und Lego Movie Video Game. Habe Haben wir ich gerade schon gesagt. über Lego macht einfach gute Spiele. Lego der Hobbit habe ich die Demo gespielt. War Echt? super geil. Kamen dann ganze Ork-Horden auf einen zu, man stand in der Mitte und dann geht's ab. Lego, der Hobbit. Lego Einfach der ein Hobbit. gutes Spiel. Auch ein guter Film. Keine Aber Ahnung. wir sprechen jetzt nicht über Filme. Habe ich nicht angeschaut. Hast du denn der Moment. Ja. Child of Light. Nein. Habe ich nicht. Daylight. Nein. Das spielst du noch in dem Stream. Du Im kannst nicht Neujahr. mal. Du weißt, was das Nein. ist? Ja, ich habe gerade rübergescrollt. Das ist ein Horror-Game und Horror-Games spiele ich nicht. Das. Das müsst ihr eigentlich wissen, aber Aber es ist wer soll eigentlich es sonst ziemlich wissen? stumpf, das Spiel. Echt? Ja. Du hast halt ein Handy und ein Licht. Ach Und das ja. Spiel geht halt eigentlich nur auf Habe ich noch ein Let's Schreckmomente. Play dazu angeschaut. Aber nee, ist nichts für mich. Leider nicht, nein. Ich bin nicht so Horror. Ich freue mich auf ein ganz bestimmtes. Ah nee, das Release war ja letztes schon. Eieieiei. Scheiße. Der Mai. Der Mai, die Spiele-Releases im Mai. Wir haben hier auch mal schöne Requisiten dazu aufgebaut. Ich schätze mal, ihr kennt den Herrn alle. Der gute Aiden Pierce aus Watch Dogs. Korrekt. Der steht auch schon die ganze Zeit hier im Hintergrund. Der ist aber ziemlich dunkel, aber man kann ihn erkennen. Habe ich gespielt. Hab ich tatsächlich nicht gespielt. Ich habe nur 5 Minuten Okay. dieses Spiels gespielt, aber Insider. Mann, egal. Ich könnte jetzt mal kurz. Nein, nein, ja gut. Wir können es dann nochmal kurz einblenden. Am Ende des Monats. Ja. Tropico 5. Wollte ich tatsächlich spielen? Habe ich mir nicht Ich gekauft. hab's mir angeguckt mal. Alter, wie schnell das ist. Also ich kenne noch Tropico 1 und 2, da war alles noch gemütlich, man konnte bauen. Ja, und das ist richtig schnell. Nee, habe ich Und vor allem, tatsächlich. wenn du abgesetzt wirst als Herrscher, dann hast du verloren. Ich Na habe. klar, das ist halt Nee. Tropico. Das war irgendwie komisch. Ja. Wolfenstein The New Order. Wolfenstein. Ganz, ganz viele Fans von gibt's da. Ja. Ich gehöre nicht dazu. Ich auch nicht. Ist aber ein super Spiel, aber Was geht's denn? Da geht's ja um das dieses. ist ein Shooter. Ja. Es War ist das nicht ein. dieses Nazi-Abschlachtspiel? Ja. Es ist Man muss ein einfach Zweiter sagen, wie es Weltkriegs-Shooter. ist. Ja, es ist so. Nazi-Abschlachten. Es ist einfach so. Da gab es ja auch einen Teil, der mittlerweile verboten ist. Return to Castle hieß er.
Da hast du dann überall die Flaggen gesehen. Oh, und dann ja. Das geht in Deutschland natürlich nicht. Das geht in Deutschland natürlich nicht. Flaggen zeigen, die NS-Symbole zeigen. Geht in Deutschland nicht. Nee. Nein. Da gibt es auch andere Spiele, bei denen das nicht mehr geht. Wie meinst du das? Ja, weil du die Spiele in Deutschland nicht mehr kriegst. Ja, natürlich nicht. Irgendwelche Uncut-Versionen von COD-Teilen. Ja, mein Gott. Kann auch nichts machen. Ist nicht unsere Entscheidung. Entscheidet die USK. Kann ich von hier lesen, weil die Logos so schön groß sind. Ja. Diese Logos werden jetzt aber wieder kleiner. Ja? Ja, diese Logos werden tatsächlich wieder kleiner, weil es sieht ja echt scheiße aus. Wenn du so ein kleines Cover hast, dass da die untere linke Ecke... Du kannst aber eigentlich immer umdrehen. Also aktuell bei Spielen... Oh, ich habe einige Spiele, da die haben keinen Wendecover. Ja. Aber, was ich gut finde, auf Steelboxen... Ist keins. Richtig. Steelboxen, Steelbooks. So, Moment. So, du hast das Spiel Watch Dogs also noch nie gespielt. Ja, doch. Ja, doch. Also ein bisschen, zumindest so 2 Stunden oder so. Man kann hier das mal hier zeigen. Also wir haben jetzt hier Watch Dogs. In der teuersten Edition, die es gibt. Ist seine. Es ist darum habe ich eben gesagt, dass es noch nicht so lange gespielt hat. Es ist tatsächlich die Dead Sack Edition. Aber du musst es noch nachholen. Auf jeden Fall. Ich habe mir die Dead Sack Edition ja wahrscheinlich nur... Wegen dieser geilen Figur geholt. Und Punkt 2, wegen den Karten. Ja? Was? Sag mal. Mit dieser schönen erweiterten Realität. Ja. Sind ja auch noch dabei. Stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Eine schöne Karte war dabei, die hängt da gerade hinter der Stimme. Ja. Super Spiel. Ja, fand ich gut. Jetzt sagt er fand's gut. Ich fand's gut. Es ist meiner Meinung nach überhyped. Sehr gut, das sehr gut, stimmt. Dass du das selber sagst. Aber es ist gut. Ja, doch, es spielt sich gut. Ja. Das würde ich auch gerne mal in der Realität ausprobieren. Kommen wir nun zu den Spielreleases im Juni. Da weiß ich nicht viel drüber. Ich auch nicht. Ich habe mal wieder keins der Spiele gespielt. Wirklich kein einziges? Das ist wirklich peinlich. Ich habe Plants vs. Zombies Garden Warfare gespielt. Ich habe tatsächlich auch ein Plants vs. Zombies gespielt, aber nicht Garden Warfare. Ja, ich habe es bei meiner Schwester gespielt, auf der Xbox 360. Ähnelt schon so ein bisschen Call of Duty, man kann es am Titel auch ein bisschen erkennen. Ja. Ist echt voll lustig. Macht wirklich Laune. Ich habe mir wirklich nur mal wieder Gameplays dazu angeschaut. Also, viele Spiele kenne ich selber nicht, kenne ich nur von Let's Plays oder Gameplays. Oder. Ja, verständlich. Sniper Elite 3? Kenn ich. Spielt in der Wüste oder sowas? Ja, oder, spielt in der Wüste. In Afrika. In Afrika, es gibt dazu sogar ein DLC, ja. Wo du... Das Spiel fand ich richtig gut. Oder eine gewisse Person. Wenn du dann anlegst und dann drückst du ab und dann fliegt die Kugel ins Herz und hinten wieder raus und dann... Oh ja, ich finde diese Einblendung, finde ich... Genial. Das ist echt gut gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Ja, ich habe es leider noch nicht ganz durchgespielt. Ich habe die ersten 3 Missionen gespielt, das war's. Weil eine dauert halt schon mal eine Stunde, wenn du richtig sneaky vorgehst, alle einzelnen erlegst, zurückziehst, nochmal machst. Okay. Dauert schon ein bisschen länger. Ja, der August... War jetzt nicht so der Hit. Also, ja, da war ja auch die Gamescom. Da war die Gamescom. Dazu gibt's jetzt hier im Hintergrund ein paar schöne Ausschnitte zur Gamescom 2014 mit MN Production zu. Wo wir aber nicht zu sehen sind, weil wir schon hier zu sehen sind, darum brauchen wir das nicht extra noch. Korrekt. Echt, also. Auf jeden Fall war halt im August nicht viel los. Metro Redux. Kein Spiel für mich. Das waren alle 2 Teile in frisch aufgelegt in einem Pack. Ich habe nur den ersten gespielt als Pack. Bundle war geil. Mhm. Haben sie richtig sauber gemacht. Ist ein Horror-Shooter. Risen 3 kam noch raus. Ja. Okay. Kann ich auch nichts dazu sagen. War irgendwie jeder sprach über Risen 3. Geil, ziemlich hoch angepriesen. Aber Sacred 3... War jetzt auch nicht so. Okay, kenn ich nicht. Weil der Zweier war ja
Die Bombe. Ja. Nee, kann ich nicht muss sagen, sagen, ich habe den zweiten Teil 10 Minuten gespielt. Aber man hört einfach überall, der zweite Teil ist das Spiel. Und der dritte war halt dann kann ich, ähnlich wie bei Diablo. Kann ich genau nichts das dazu sagen. Also, wir können jetzt erstmal hier ein bisschen frei machen. Ja, wir können nicht komplett frei natürlich, weil wir sind YouTube, ne, das ist ja ganz, ganz strikt vorgesehen. September. September waren wieder ein paar mehr Spiele-Releases als im August. Gott sei Dank. Jetzt aber nicht so, finde ich, die Bringer, die also mich jetzt ansprechen würden, also. Ja, es waren auf jeden Fall ein paar hoch angepriesene Titel dabei, ja. Der Sims 4. Oh, FIFA 15 war auf jeden Fall auch groß im Rennen. Dann Stronghold Crusader 2, worüber ich mich gefreut habe, weil ich habe das Stronghold Crusader, das 1 habe ich schon gespielt, fand ich. Ich fand Stronghold eigentlich immer cool. Stronghold war cool. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich das 2 holen. Echtzeitstrategie? Ja. Ist das eigentlich so dein Ding eigentlich auch? Ja, tatsächlich. Also ich spiele wahnsinnig gern Shooter wie Battlefield, Call of Duty und so. Ja gut, das ist ja keine Echtzeitstrategie. Spiele ich echt super gern und dann auch aber mal so ein Strategiespiel. So ein gern, Strategiespiel. Ja, klar, warum nicht? Oder ja, ein Simulator. Aber dazu kommen wir dann. Was kam denn noch? Eigentlich nichts, was mich interessiert. Wasteland 2 ist bestimmt ein gutes Spiel. Habe ich leider nicht gespielt. FIFA 15 habe ich gespielt. Habe ich auch gespielt. Auf der Xbox One ja schon. War ja auch schon dabei. Bei unseren Day One Editions. Ich finde, irgendwie die Reihe entwickelt sich nicht so richtig weiter. Naja, die FIFA 15 waren noch ein paar Fehler, beim Bugs waren. Man kann sie eigentlich nicht mehr so richtig entwickeln, weil es hat eigentlich schon alles. Ja, natürlich hat es schon alles. Es ist Fußball. Ja, es geht immer. Bleibt immer das Gleiche. Und gut. Die Reihe Fußballmanager. COD bleibt auch immer das Gleiche. COD. Abballern. Ja. Es. Bei Battlefield. Na, obwohl, da gab es ja schon mal ein paar Ausreißer. Ja, Zukunftsdinge hat COD auch. Battlefield gehabt. Hardline zum Beispiel, Räuber und Gendarm, kommt der jetzt als nächstes Jahr. Ja, stimmt, das haben sie ja verschoben. Ja, das haben sie zum zweiten Mal jetzt schon verschoben. Weil sie sich nicht den gleichen Fehler wie mit Battlefield 4 leisten wollten. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Entwickelt aber auch ein anderes Studio. Ja. Es ist zwar immer ist noch. Vielleicht mal was Neues. Ja, es ist zwar immer noch EA und DICE. Aber nicht mehr das DICE-Center, was an den anderen Battlefield-Teilen mitgewirkt hat. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Ja, quasi ist das gleiche Unternehmen, aber es sind andere Leute, andere Entwickler, andere. Ja. Vielleicht ändert sich was. Aber man weiß schon, Battlefield 5 wird wieder den alten Stil gerecht. Hardline haben wir gespielt. Hardline haben wir richtig hart gespielt auf der Gamescom. Aber wir haben hart auf die Fresse bekommen. Das ist der ganz große Unterschied. Wir haben diesen neuen Modus gespielt. Glaube ich, hieß der Modus. Haben wir gespielt. Soweit Fahrzeuge klauen und dahin bringen und war eigentlich ganz cool. Ja. Ein so richtig schön weggesnackt vom Motorrad. Fand ich richtig geil. So ein Assi. Ja gut. Das war der September. Ja, der Oktober war so mein Monat in Sachen Spiele. Da kam Mittelerde, The Evil Within. Link in der Beschreibung, natürlich. Alien Isolation kam, super geil. Also Civilization Beyond to Earth. Und mein persönlicher Favorit im Oktober. Nein. Der Landwirtschaftssimulator 2015. Ich finde diesen Simulator neben Eurotruck Simulator 2, bei dem ich übrigens die 190-Stunden-Marke überschritten habe, gestern Abend. Ja. Richtig gut. Ja, da kam ja noch Lords of the Fallen. Das ist so Dark Souls-mäßig. Auch so protzschwer. Ist jetzt nicht so gut wie Dark Souls, finde ich, aber hat auf jeden Fall Fans verdient. Formel 1 kam auch noch, 2014, ich habe den 2013 gespielt. Ich habe den 12er gespielt, da haben sie so einen Karrieremodus, glaube ich, entfernt, der im Vorteil noch drin war, da haben sich alle drüber aufgeregt. Und im 13er ist der wieder drin? Der ist wieder drin gewesen, ja. Habe ich gespielt, auch auf der Xbox One, glaube ich. Ja, genau, auf der Xbox One. Ja.
Ja, und sonst haben wir eigentlich nichts dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, nee, eigentlich nicht. Und die letzten beiden Monate haben wir jetzt hier in einer Liste zusammengefasst, also November und Dezember in einer Liste. Da kam natürlich dann dementsprechend viel. Ja. Also wir gehen da mal ein bisschen was durch. Natürlich ganz groß angepriesen Call of Duty Advanced Warfare. Ja. Ist wie... Wie findest du es? Call of Duty Ghosts? Ja. Jedes Mal das Gleiche. Ich kann leider nur zustimmen, es ist... Seit wie vielen Jahren gibt es die Spielserie? Seit ein paar Jahren. Die Spielserie Call of Duty? Ja. PlayStation 1 Zeiten. Wow. Also, ich habe das Gefühl... Hast du das gespielt? Nein. Also... Schaut aus wie Medal of Honor. Das ist die zwei ersten Teile der Reihe. Das sah ziemlich lustig aus. Also, ich habe persönlich nichts gegen Call of Duty. Ich spiele auch oft Call of Duty mit ihm. Aber ich bin auch ein Freund von Battlefield. Ich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Call of Duty, habe ich das Gefühl, benutzt seit Anfang der Serie die gleiche Engine. Zustimmung. Es ist also einfach so. Es spielt sich gleich, natürlich. Ja, klar. Bei Battlefield spielt sie auch eigentlich immer gleich. Es sind immer andere Karten, aber... Eigentlich, es ist immer das Gleiche. Es ist halt ein Shooter. Ja, es ist die gleiche Engine, es ist alles gleich, die Grafik ist gleich. Es gibt Shooter, die sind anders, wie zum Beispiel Borderlands. Die sind aber auch Teil für Teil eigentlich gleich. Würdest du das als Shooter tatsächlich bezeichnen? Borderlands? Ja. Ja. Echt? Ja. Okay. Das ist so ein Shooter mit RPG-Elementen. Du hast Quests, die du erfüllen musst. Also ja, hast eigentlich immer... mal Borderlands 2 oder so. 1 war das. 1? 10. Boah. Ist auch schon ewig, ja. Ja. Ja, gut. Was haben wir denn noch? The Binding of Isaac. The Binding of Isaac Rebirth habe ich mal auch wieder nicht gespielt. Ich habe zwar The Binding of Isaac. Also das normale Binding of Isaac. Das habe ich nie durchbekommen. Ich auch nicht. Ich bin immer bei Level 1. Bei Level 1? Irgendwann. Noob. Ja. A Bird Story war jetzt für mich irgendwie kein Begriff so. Für mich auch nicht. Aber ich habe Let's Plays dazu gesehen. Und? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Hab ich vergessen. Also es war so gut, dass es gar nicht hängen geblieben ist. Ja. Also, klar, da kaufen viele. Assassin's Creed Unity. Dazu gab es ja auch eine lustige Geschichte. Hat, ja, also High Five. Wer den YouTube-Channel High Five kennt, der kennt bestimmt auch die Folge, wo es über Assassin's Creed Unity ging, in den Game News. Irgendwas mit der Asien, weiß ich noch. Total komische Geschichte. Assassin's Creed Unity ist jetzt der 5. Teil? Weiß ich nicht. Weil Black Flag ist ja der 4. Kann das sein? Also, kenne ich mich nicht aus. Assassin's Creed ist nicht meine Spielgenre. Mal wieder. Bulle. Der Tisch ist echt ein Problem. Ja. World of Warcraft. Warlords of Draenor. Hast du es jemals gespielt? Ich muss sagen, irgendeine. Ich hasse World of Warcraft wie die Pest. Das sind natürlich harte Worte. Ich hasse Call of Duty wie die Pest. Ich kann nicht. WoW meinst du? World of Warcraft. Ja, du hast gerade COD gesagt. Oh, ja. Und die unterschiedlichen Botschaften reinbringen. Ja. Ich meine natürlich WoW. Also ich muss tatsächlich gestehen, zu meiner Schande, habe ich das zweite gespielt, glaube ich. Das zweite war das, was ich gespielt habe. Ein Jahr. Und der sitzt noch hier. Und ich sitze noch hier tatsächlich. Was soll das heißen? Ja, normalerweise stellen wir uns dir vor, World of Warcraft, fett, voller Pickel und nur vom PC. Ja. Da gibt's eine Softbox-Folge zu. Ich aber weiß. Das gehört nicht hier. Ja, das Spiel ist aber eigentlich ganz gut, habe ich gehört. Also hat seine Fans 10 Millionen Abonnenten, zahlende Abonnenten immer noch, hat's eigentlich verdient. Naja. Ist ja auch das erfolgreichste Spiel von Blizzard, ne? Also, immerhin. Pro Evolution Soccer 2015. Ich muss gestehen, ich habe kein einziges Pro Evolution Soccer jemals gespielt. Du? Ich habe eins gespielt, das ist 2011. Oder 9, ich weiß nicht, auf jeden Fall war mir das ein bisschen zu schnell. Ja. Ich finde das unrealistisch irgendwie, wenn die Spieler
innerhalb von 2 Sekunden über einen ganzen Fußballplatz laufen können. Das kann man erzählen, wie man möchte. Ich habe nie einen Ball. Ja, wenn du natürlich Usain Bolt als Fußballer hast. Ja. Ne? Far Cry 4. War auch total angepriesen. Hoch angepriesen. Nichts Falsches. Ich habe dann abgesagt. Far Cry 4 war... Ich fand den Typen total lustig in seinem großen Anzug und dieser stylischen Frisur. Der Pagan Min, der Typ, also. Ja, könnte sein. Ja. Ist auch nicht meine Spielerei. Far Cry. Hab ich. Kein einziges gespielt. Du hast Far Cry 3. Hab ich durchgesuchtet, Far Cry 4. Far Cry 4 auch schon. Durchgesuchtet. Far Cry 3 hast du, glaube ich, auch gespielt. Was mich angekotzt hat, waren die Adler. Kann ich nicht mehr reden. Da gibt's jetzt Adler drin. Und ihr haltet euch mit ihm über dieses Thema. Kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Also da ist jetzt Adler sind drin und Elefanten, ne? Mhm. Und die sind ja kein Problem, weil die Adler, wenn die dich angreifen, brauchst eine Schrotflinte. Du hast keine Chance ohne eine Schrotflinte. Weil die kriegst du einfach nicht darunter. Okay. Die haben mich so aufgeregt. Hast du denn einmal schon einen Dragon Age Teil gespielt? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Dragon Age 3 Inquisition. Ich habe Dragon Age Origins gespielt. War das nicht genau. Ein Vorgänger? Nein. Genau 10 Minuten. Ja. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Weil mich hat das Spiel einfach nicht so gepackt. Irgendwie. Dann, wahrscheinlich was für dich. Was? Tales from the Borderlands Episode 1. The Borderlands kommt dann vor, dachte ich halt so für dich. Nein. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, ich dachte vielleicht Borderlands kommt dann vor, ja, dann kennt ihr das. Tales from Borderlands. Ja, ich guck mal, wenn ich dann wieder Zeit habe. So, was jetzt das, denn ist. Das nächste total überhypte Game nach diesem hier. Meinst du? The Crew. So überhypt warst du. Oh, doch. Ja, du hast dich davon hypen lassen, habe ich bemerkt, Alter. Ja. Das ist auch ziemlich gut geworden. Es ist ja schon draußen jetzt, oder? Ja, ist schon draußen. In der Beta-Phase habe ich gehört, da noch und hier noch. Ja. Und dachte mir, oh nee, ey, schon wieder sowas. Wie Battlefield 4. Oder wie Most Wanted ist. The Crew. Kann ich nichts dazu sagen? Ich leider auch nicht. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab's auch in der nächsten Zeit nicht vor. Weil es mir noch zu teuer ist, ehrlich gesagt. Was auch groß angekündigt war Game of Thrones. Game of Thrones ist ja eigentlich eine Serie. Ja. Was auch ziemlich beliebt. Was und dann auch, doch auch in der YouTuber-Spiel. Ja, geworden ist. Telltale macht mittlerweile alles in Spielen. Und alles ist eigentlich auf dem selben Aufbau. Ja, aber es soll gut sein. Es ist gut, ja. Soll gut sein. Was ich zum Beispiel ganz cool fand, war Final Fantasy 13 2. Ist ja schon etwas älter. Haben sie dann aufgelegt. Falsche T-Shirt. Ja. Neu aufgelegt. die haben ja auch den 13er auch aufgelegt, ne? Hättest du anziehen können. Mein T-Shirt? Ja. Ja. Und Final Fantasy, also da haben die da haben die keine Option eingefügt, um die Grafik umzustellen oder die Steuerung. Nichts. Das Spiel lief auf 30 FPS. Auch wir sprechen hier auf dem PC, ne? Mhm. Nicht in Full HD. Frame-Einbrüche. Oh. Und hier haben sie es endlich geschafft, dass sie Optionen einfügen, also, Grafik. Das klingt ja wie Battlefield 4 in der Beta. Also man hat dann so ein extra Tool gebraucht, was sonst es ist unspielbar gewesen. Hm. Aber hier haben sie es dann Gott sei Dank geschafft, dass es spielbar ist. Also das klingt echt wie Battlefield 4 in der Beta. Klingt echt, ja. Es ist immer noch in der Beta. Das Battlefield also, 4? Nein, der 13er. Ja, Battlefield 4 habe ich ja tatsächlich schon in der Beta gespielt. Ja, ich auch. War super, wa? Ja, war total geil. Viele Gebäude hatten bei mir überhaupt keine Textur. Okay. Ich glaube, ich habe mit 22 Frames oder so gespielt. Ja. Man hat, warum diese Frame-Einbrüche, weiß man ja jetzt. Unter der Map. Ja, das. Das Wasser. Das ist bekannt, ja. Das war. Hast du denn noch ein Spiel gespielt aus dem Jahr? Oder kennst du noch irgendeins, was man ansprechen sollte? Tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Elite Dangerous sagt mir was, Metal Gear Solid 5 sagt mir auch was, aber habe ich nichts davon gespielt. Ja, das ist ja nur Ground Zeroes ist ja nur der Vorgeschmack auf, wie heißt der fünfte jetzt nochmal? Phantom Pain. Okay. Ja, was ist denn so dein Spiel des Jahres, Manu?
Mein Spiel des Jahres. Dein Spiel des Jahres. So am geilsten fandest. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Ja, ich kann mir nicht so richtig entscheiden. Das ist eine Sauerei, aber dafür die Requisiten habe. Wir haben übrigens noch eine schöne Requisite. Und ja. Kann man es lesen? Nicht so. Ja, das kann, also ich denke mal, man kennt's. Santos. Ne? Battlefield. Also, Battlefield 5. Genau. Dass man das erkennt. Ja, dein Spiel des Jahres. Mein Spiel des Jahres. Ich bin echt gespannt, was du denn jetzt sagst. Ich habe eigentlich mehr, wir haben mehrere verfolgt. Ich will eins. Ja, das ist es ja. Dass du nur eins willst. Ja. Das kann ich habe ja auch nur waschen. Die Zuschauer. Ne? Ja? Erstmal das. Ich kann es echt nicht sagen. Ich habe keinen Favoriten, wo ich sage, das war mein Spiel des Jahres. Okay, dann nenn dir zwei. Oh, nee. Lange. Ey. Ich hab ganze Liste verfolgt. Wir machen das noch, ja? Das Spiel des Jahres will ich von dir wissen. Ja. Ich habe auch ein bisschen überlegt. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen. Das Spiel, Super Smash Bros. Kam raus. Es ist einer meiner größten Kindheitsspiele gewesen. Das ist so ein... Entschuldigen Ausdruck. Überhaupt der Scheißdreck. Das finde ich noch überhaupt, das ist noch überhypter als Watch Dogs. Dieses Spiel, das war der Hype des Jahres. Neben dem Hype. Der Hype des Jahres war Titanfall und Watch Dogs. Nein, also ich fand, das war noch ein größerer Hype. Meinst du echt? Ja. Wieder, ja. Sorry, das, aber jeder Vollidiot. Das ist so mein Spiel des Jahres, weil es ist einfach super. Kann ich nichts dazu sagen, habe ich gespielt. Du hast doch keine Wii U. Ich habe keine Wii U. Und keine Nintendo 3DS. Und weißt du gar nicht. Du hast gar keine Nintendo-Konsole, oder? Der hat keine Nintendo-Konsole. Ich habe eine PlayStation 2, eine Xbox. Ich rede von Nintendo-Konsole. Eine Xbox One und eine... Ja. Ja, das war's. Ich habe nicht mal eine PlayStation 2 oder 3 oder 4 oder... 2 hast du doch. Ach so, das stimmt. Schön, 2 habe ich. Aber keine 3 und keine 4. Ja. Dafür habe ich Xbox 360 und Xbox One. Ich möchte jetzt ein Spiel des Jahres. Und du kannst mich immer... Weil ich dir da darauf keine konkrete Antwort geben kann. Ich habe mehrere drei Spiele. Nenn mir doch mal... Rise also, Honor. Zählt das dazu? Ja. Jein. Eben, du hast es ja gar nicht gespielt. Bin mir nicht. Er hat es nicht mehr gespielt. Ja. Ja, mit solchen Leuten muss ich arbeiten. So cool. Man sieht die Augen gar nicht, weil die Käppi so tief hängt. Naja. Warte mal, ich sag dir, was er für eine Augenfarbe. Grün. Grüne Augen. Eden Pierce, grüne Augen. Im Spiel hat er, glaube ich, blau. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab's nie lang genug gespielt. Da kam nicht mal die erste Zwischensequenz, hast du aufgehört. Doch. Jetzt Intro. Ja. Ja. Ja gut, das waren eigentlich so die Spiele. Dein Spiel des Jahres kommt noch. Und... Ja, dann auf zum nächsten Thema. Auf zum nächsten Thema. Und jetzt zum Schluss. Wir haben ja am Anfang des Videos erwähnt, es gab Höhen und Tiefen. Und ja. Jetzt gibt's halt dann zum Schluss des Videos doch nochmal ein Tief. Und zwar kennt von euch wahrscheinlich jeder. Das Spiel Pong. Ja, das ist eigentlich nicht so Ping-Pong, sondern das Spiel so Pong. Erste Videospiel überhaupt ist es nicht. Nein, es ist aber die erste Spielekonsole. Ja, tatsächlich. Es ist das erste Computerspiel, was es eigentlich so gab. Und der Erfinder? Ralph Beer. Englische Aussprache. Ja, der ist leider verstorben. Ja, am 6. Dezember diesen Jahres. Aber. Im Alter von 92 Jahren. Stolzes Alter, 92. Ja. Ja. Hast du es gespielt? Nein! Ich auch nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe eigentlich alle Retro-Klassiker gespielt, von Asteroids bis Space Invaders. Alles auf dem C64. Aber Pong habe ich nicht gespielt. Das möchte ich noch nachholen. Kannst du mal. Ja, mache ich. Ja. Und das war der Jahresrückblick 2014 mit MN Productions. Ja. Und ich hoffe, war ein schönes Jahr. Ihr bleibt uns auch nächstes Jahr noch treu.
Wäre auf jeden Fall total fresh von euch. Wir können noch ein paar Projekte ankündigen. Was folgt im nächsten Jahr? Steht aber eigentlich in der Kanalinfo drin. Ja, steht in der Kanalinfo. Also wenn ihr auf unseren Kanal geht, der letzte Reiter Kanalinfo, da klicken ja sehr wenig drauf. Da klicken echt wenig drauf. Da steht alles drin. Da findet ihr kommende Let's Plays, aktuelle Let's Plays, der Upload. Ein Uploadplan. Der ist wichtig. An den halten wir uns auch übrigens, wirklich. Ja, fast immer. Wir versuchen es. Ja. Aber nicht immer. Und da findet ihr auch alle wichtigen ja. Links zu sozialen Netzwerken. Zum Beispiel falls Twitter, sie benötigt werden. Facebook. Ja. Auch zu unserem Livestream auf twitch.tv. Der auch noch folgt. Der auch noch folgt, sagt er. Ja? Wenn, wenn dann eh bei ihm und nicht bei mir. Und da schauen wir mal, was wir da so zusammenkriegen. Vielleicht nächstes Jahr ein paar Livestreams reinhauen mal. Zur Abwechslung. Ja. Kündigen wir natürlich dann vorher an. Mit dem Infovideo, sicherlich. Sicher. Ja. Ich würde sagen, das war das Jahr 2014. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ins neue Jahr, kommt gut rein. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Was ist das erste Video, was online geht? Das erste Video, das online geht, das ist Donnerstag. Das ist Donnerstag. Das kann ich sehr gut sagen. Oder? Warte mal, ich schaue hier mal kurz nach. In der Aufnahme kein Problem, machen wir. Wir haben Zeit. Wir haben hier so... Wir ihr haben hoffentlich auch. Einen Laptop stehen, mit dem wir... Hier wir können das ja noch zeigen, wie das aufgebaut ist. Vielleicht so als Special-Video. Was denn eigentlich nur eine Minute sein ist, oder? Mein Kanal. Oder du schneidest es einfach rein. Dass man da halt... Schauen wir mal. Moment. Donnerstag. Also COD wahrscheinlich. Aber wie immer. Kanalinfo. Hoppala. Jetzt habe ich zweimal geklickt. Das war jetzt doof. Donnerstag. COD, Modern Warfare 2 Online und COD 4. Das ist der Shooter Day bei uns. Shooter Day. Ja. Und was kommt heute online? COD MW2 Online kommt heute online. Ja. Am Silvester. Die volle Dröhnung kriegt ihr von uns. Ja. 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 Und was ich auch noch erwähnen möchte, und zwar Minecraft Season 2. Ist pausiert. Ne? Ist pausiert, wird aber ersetzt durch Minecraft. Speedbuild. Ja, das ist ja auch ein ziemlich cooles Projekt, finde ich. Ja, das ist so ein Creative, aber dafür... Ja, mein Gott. Es ist halt reines Bauen. Es ist halt reines Bauen. Ist halt so. Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's. Ja. Ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Ciao.